Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Spaß mit Brass an der Musikschule Blaubeuren Leichingen-Schelklingen. Mein Name ist Christian Wolkart und ich präsentiere euch heute die Posaune. Wie man ja sieht, gehört die Posaune auch zu den Blechblasinstrumenten. Das heißt, meine Lippen erzeugen den Ton und in diesem Fall sorgt der Zug für die Verlängerung des Rohres. Und diese Verlängerung verändert nun mal einfach den Ton. Der wird dann tiefer, wie bei den Orgelpfeifen. Die große hat einen tieferen Ton. Ich spiele euch mal was vor. Zum Beispiel. Wenn ich jetzt aber meine Lippen unterschiedlich stark anspanne und mit der Luft das auch nachregel, kann ich auf jeder Zugposition mehrere Töne spielen. Wenn ich dann sortiere, was meine Hand hier macht, also sozusagen die 7 Zugpositionen einzeln durchsortieren, dass ich weiß, was ich tue, dann klingt es nicht mehr so. Ist zwar auch lustig, aber noch nicht ganz die Musik, die wir haben wollen. Wenn ich sortiere, dann klingt es eher so. Aus diesem Tonvorrat kann man natürlich dann Stücke machen. Eigentlich alle, die ihr wollt. Falls ihr euch jetzt fragt, oh, wie alt muss ich denn überhaupt sein, um Posaune spielen zu können? Es kommt ein bisschen natürlich auf die körperliche Entwicklung von euch an. Ich habe auch schon einen Schüler gehabt, der hat kurz vor seinem 6. Geburtstag angefangen, hat das super gepackt. In den meisten Fällen fangen die Schüler so im 7. Lebensjahr oder im 8. Lebensjahr an. Es gibt auch Posaunen, die ein kleines bisschen kleiner sind, wo man dann aber auch nicht umlernen muss, wenn man auf einer großen Posaune irgendwann mal weiterspielt. Deswegen kann ich da nur empfehlen, wenn ihr Interesse habt, dieses tolle Instrument zu lernen, dann meldet euch an der Musikschule, dann können wir da alles weitere besprechen.